Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von uns. Meine Katzen sind wieder mit am Start. Ich habe für euch heute meine Herbstfavoriten. Ich habe mir die Produkte rausgesucht, die ich im Herbst wirklich sehr, sehr gerne mag, benutze, wie auch immer. Es ist sind von mehreren Bereichen was dabei und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Der erste Favorit oder Favoritin sind natürlich Nagellacke oder überhaupt Lacke. Ich habe mir ja jetzt schon vorgenommen, dass ich mir meine Gelnägel runter mache und meine Naturnägel wieder ein bisschen an die Luft lasse, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen habe ich jetzt hier schon meine liebsten Lacke im Herbst rausgesucht. Es ist von allem was dabei und ihr seht schon, ich bin ein Trended Up Fan. Ich finde die Lacke einfach am besten. Die erste Farbe ist ein Rot, das aber ein bisschen gedeckter ist als wie das typische Feuerwehrrot. Es ist die Nummer 180 und die finde ich im Herbst sehr, sehr schön. Die nächsten Lacke, die ähneln sich von der Farbkategorie doch sehr. Das sind diese drei. Diese hier, das ist die 270, geht sehr ins Bärige. Und das hier ist die Nummer 260. Ich bin sehr schwer in Farben beschreiben. Es sind natürlich alle drei Bärentöne. Aber die ist ein bisschen heller. Die dunkelste ist die mittlere, das ist die 340. Finde ich aber auch sehr, sehr schön. Ich werde euch die Lackfarben getragen hier mir einblenden, damit ihr es sehen könnt, weil im Glas sieht man es ganz schlecht. Aber das ist schon mal wirklich was, was ich im Herbst sehr schön finde. Einfach auf den Nägeln eine andere Farbe, weil das passt jetzt nicht mehr. Genau. Dann habe ich eine wunderschöne Farbe von Essence, ein Lip Liner, den habe ich auch schon Ewigkeiten, beziehungsweise kaufen wir immer wieder nach. Das ist die Farbe Nummer 05 Soft Berry und die ähnelt meiner Lippenfarbe sehr. Ich nehme das einfach immer her, was heißt immer, also im Herbst. So schaut die aus. Natürlich habe ich jetzt nicht so dunkle Lippen, aber wenn es leicht aufgetragen ist, dann schaut das wirklich sehr ähnlich aus. Einfach nur, um die Lippenkontur ein bisschen zu verstärken, weil ich habe sehr schwache Kontur von meinen Lippen und das schaut immer sehr fahl aus. Und wenn ich aber meine Lippen mit dem hier umrande und ein bisschen ausmale, dann schaut das gleich so viel besser aus und sehr viel voluminöser vor allem. Und dann habe ich noch einen Favoriten. Ihr wisst, dass ich sehr gerne Lipglosse trage, weil ich ja schmale Lippen habe und das einfach mehr Volumen gibt. Und habe von der Marke Love die Nummer 131 Dusty Pink. Das ist ein roséfarbener Ton. Ich mag es ein bisschen heller, weil es einfach mehr Volumen verleiht. Und die hat ganz, ganz leichte Schimmerpartikel drin. Also wenn man das jetzt so schwenkt, also ich werde euch den jetzt mal swatchen, man wird die Schimmerpartikel wahrscheinlich im Swatch gar nicht so erkennen. Aber das gibt einfach auch nochmal mehr Volumen und das brauche ich. Volumen, Volumen. Das ist die Farbe hier. Passt wunderschön. Natürlich ist jetzt der im Gegensatz zu dem sehr dunkel. Aber ich mache die Umrandung wirklich nur sehr, sehr leicht und dann gebe ich den da drüber und das schaut ganz toll aus. Dann habe ich euch ja auf Instagram schon mitgeteilt, dass ich meine Pille abgesetzt habe. Und deswegen hat sie jetzt meine Hautpflegeroutine auch ein bisschen geändert. Einfach um vorzubeugen, dass die Haut schlechter wird. Aber ich sag's euch, ich bin so glücklich. Meine Haut ist tippitoppi. Wirklich tippitoppi. Das Einzige, dass ich hier vielleicht hin und wieder mal so Unebenheiten habe, aber von Pickeln keine Spur. Überhaupt, meine Haut ist weder fettig geworden noch sonst irgendwas und das ist der Hammer, weil ich habe meine Pille ja schon mal abgesetzt und das war nicht so toll. Also von daher bin ich wirklich sehr erleichtert. Was ich jetzt benutze, natürlich, also was gleich geblieben ist, meine Hyaluron Cream Boost von Beauty Mates. Die ist jetzt auch schon fast leer, aber ich habe schon eine neue. Ich habe immer Vorrat, weil ohne die kann ich nicht. Und dann benutze ich jetzt im Moment zwei zusammen. Und zwar ist das einmal der Anti-Pickle Booster und das ist der Pore Minimizing Booster. Einfach, um den Ganzen vorzubeugen. Und ihr werdet jetzt denken, ja, aber das sind doch zwei. Ich mache das so und zwar gebe einfach die zwei zusammen in meine Hyaluron Cream Boost. Also einen Tropfen von dem Pickle Booster und dann einen Tropfen von dem Pore Minimizing Booster in meine Hyaluron Cream Boost. Mischt das zusammen und tragt es dann im Gesicht auf und es ist wirklich perfekt. Die Hyaluron Cream Boost macht die Haut einfach wie ein Babypopo. Das ist wirklich krass. Also ich kann das gar nicht sagen, wie sie da meine Haut vom Anfassen her verändert hat. Fühlt sie sehr gesättigt an, aufgepolstert, durchfeuchtet und die ist wirklich der Shit. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen, dass ihr die Creme mal versucht. Die hat bei meiner Schwester auch und die hat einen anderen Hauttyp wie ich.
so viel bewirkt. Dann der Anti-Pickel-Booster hat Zink, Vitamin B3 drinnen und alles, was anti-entzündlich ist, dass erst gar keine Pickel entstehen. Wirklich sehr, sehr gut. Das Tolle ist ja, die Booster, die sind sehr gut dosierbar, weil die mit einer Pipette sind. Und dann der Pore Minimizing Booster ist mit Vitamin C und Vitamin B3. Auch um die Haut oder beziehungsweise das Hautbild zu verfeinern, die Poren zu minimieren. Und das ist auch wirklich ein sehr, sehr tolles Produkt. Ich liebe die Produkte. Meine Haut hat sich so, so verbessert, seit ich die Produkte nehme. Und das ist jetzt schon 1,5 oder 2 Jahren. Ich weiß jetzt nicht genau. Aber es ist wirklich ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, weil sie die Haut einfach so eingependelt hat. Ihr könnt auch ein Hautanalyse-Tool benutzen bei Beautymates. Dann spuckt Beautymates die passenden Produkte auf euch abgestimmt aus, falls ihr euch unsicher seid wegen dem Hauttyp und so weiter. Ich werde euch alles in der Infobox nochmal verlinken. Mein 20% Rabattcode, der ist auch immer gültig. Den werde ich euch einmal hier einblenden, dann spart ihr 20%. Noch ganz kurz, ihr könnt natürlich die Produkte einzeln erwerben, aber auch im Set. Also das ist auch ein Set. Ihr könnt die Booster auch in eure Creme mischen. Ihr braucht jetzt nicht unbedingt diese kaufen, aber ich würde es euch schon sehr empfehlen. Genau. Ein weiterer Favorit, den ich euch ja schon mal gezeigt habe, ist von Estee Lauder ein Highlighter in der Farbe 03 Modern Mercury. Den habe ich jetzt ja schon länger. Und ich habe ja auch die zwei anderen Farben, die sind aber mehr Gold, also mehr für den Sommer geeignet. Aber der hier ist perfekt für den Herbst und Winter, wie ich finde, weil das einfach ein bisschen was Kühleres drinnen hat. Und die Pigmentierung, die ist der Wahnsinn. Also ich kann euch den wirklich nur empfehlen. Ich habe mir, wie gesagt, in allen drei Farben. Das ist jetzt die Farbe. Ich habe jetzt natürlich mit dem Finger nochmal kräftig. Gell? Also so schaut der natürlich nicht jetzt so extrem auf den Wangen aus. Aber damit ihr mal sehen könnt, wie der pigmentiert ist und wie der krass schimmert. Wirklich wunderschön. Ich mache das ja ganz gerne, dass ich das immer auf der Nasenspitze nochmal aufgebe und dann oberhalb von den Lippen. Da highlighte ich nur, wenn ich jetzt irgendwie essen gehe oder so, also untertags nicht. Aber ja, wie gesagt, Nasenspitze und Lippe, dann schaut es irgendwie immer so frisch aus im Gesicht. Kleiner Wermutstropfen, weil der sehr schwer erhältlich ist. Ich werde euch die Seite verlinken, wo es den noch gibt. Das ist immer unterschiedlich, weil der fast immer ausverkauft ist, aber wie gesagt, ich werde meine Spürnase benutzen und euch die Seite verlinken, wo es den noch gibt. Dann kommen wir zu einem wunderschönen Duft für den Herbst. Ich habe mir den zwar im Frühjahr gekauft, finde aber, dass der für das Frühjahr nicht so passend ist. Deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht mehr benutzt, und zwar von Dolce & Gabbana, The Only One, und der Duft ist sehr, sehr schön. Also wie gesagt, für den Herbst, weil er, also schwer ist jetzt übertrieben, weil ich mag keine schweren Düfte, aber doch mehr süßlich, orientalisch, also einfach, wie gesagt, für mein Empfinden für den Herbst. Er hat was Frisches drinnen, es ist aber trotzdem mehr ein orientalischer Duft, würzig, ja. Ich bin schwer in Düfte beschreiben, das ist einfach nur meine Empfindung. Ich werde euch die Duftpyramide hier mal einblenden. Ich habe auch noch einen anderen Duft von Dolce & Gabbana, aber der hier ist mir wesentlich lieber. Der ist einfach, ja, wie gesagt, wunderschön für den Herbst. Der ist auch jetzt nicht so aufdringlich oder zu schwer oder sowas, sondern der hat für mich einfach, ja, den perfekten Duft oder Duftanteil, wie auch immer. Werde ich den mal verlinken. Ja, bleiben wir gleich bei Düften. Und ja, ich freue mich jetzt einfach schon so wahnsinnig auf die Herbstzeit. Es hat ja jede Jahreszeit was Besonderes, dass man es zu Hause gemütlich macht. Jetzt wird es wieder ruhiger, die Familie kommt wieder mehr zusammen, also im Haus. Und das genieße ich schon irgendwo. Und für mich gehört da natürlich Duftkerzen dazu. Also das ist für mich das A und O. Und ihr wisst, dass ich die Duftkerze von Ava & May so, so liebe. Und es ist jetzt ein neuer Duft heraus. Und zwar ist es von Ava & May der Bordeaux France. Die Farbe ist natürlich perfekt für den Herbst mit dieser Bordeaux-Farbe. Und man kann sich das so richtig vorstellen, wenn man da reinriecht, wie man in den Weinbergen läuft. Also das ist Herbst pur, diese Duftrichtung. Unser Hahn, der schreit übrigens jetzt gerade, also wenn man das irgendwie im Video hört, das ist unserer, ja, der schreit gerade aus voller Kehle. Und mein nächster Duft, den ich auch wirklich über alles liebe, den ich auch in Duftstäbchenform habe, den ich als Parfüm habe, das ist der Rio de Janeiro Brasil. Ist jetzt kein typischer Herbstduft, aber für mich einfach ein ganz Jahresduft, aber wie gesagt, jetzt vielleicht für manche kein typischer Herbstduft, aber ich liebe ihn das ganze Jahr. Der trifft genau meinen Geschmack. Ich werde euch die Duftkomponenten hier mir einblenden.
Ich habe jetzt heute auf YouTube keinen Rabattcode für euch, weil das einfach ja meine Herzensempfehlung ist, weil ich die Produkte einfach so, so liebe und weil die bei mir einfach überall im Haus rumstehen. Falls ihr aber einen Rabattcode wünscht, falls ihr das wollt, falls ihr bestellen wollt, euch mal probieren wollt, habe ich heute einen zufällig auf Instagram. Also ich heiße da YouTubeBeauty, da könnt ihr mir gerne folgen. In meiner heutigen Story habe ich für euch einen Rabattcode, falls ihr Interesse habt. Nur so als kleine Information. Zu guter Letzt, was im Herbst natürlich niemals fehlen darf, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja so der typische Leggings-Träger im Herbst und Winter und wahrscheinlich auch Frühling. Ich habe eigentlich die 3 Monate eigentlich fast nur durchgängig Leggings an und dazu entweder Strickwesten oder Hoodies. Und ich habe euch ja in meinem letzten Fashion Haul schon einen Hoodie gezeigt aus der Lena Gerke Kollektion. Das war ja der lilane. Und ich habe ja diese ganzen Hoodies in verschiedenen Farben, also mittlerweile in allen Farben. Jetzt zeige ich jetzt nur 2 davon. Ups. Ja, genau, das gehört eigentlich da rein. Das ist in der Kapuze, sind das die Schnüre, die habe ich jetzt nicht reingemacht, weil der frisch vom Waschen kommt. Ich habe jetzt den noch in weiß und das Coole ist einfach, ja, wie gesagt, da die Bänder, da steht auch noch mehr Leger drauf. Gehört da eigentlich rein. Mache ich beim Waschen immer raus, damit das Weiße einfach oben bleibt. Und dann habe ich den auch noch natürlich in Grau. Da habe ich jetzt auch die Schnüre rausgemacht. Die haben eigentlich weiß da drinnen. Da steht auch Leger drauf. Aber ich mache das Weiße immer runter, dass sie das ja nicht verfärbt. Und da kann man sie so schön reinkuscheln. Hinten steht auch noch mal Leger drauf. Das macht richtig was her, wie ich finde. Auch die Schnüre, die schauen top aus. Meine Empfehlung an euch, eine Nummer kleiner kaufen, der fällt wirklich riesig aus, wirklich riesig. Ich habe jetzt hier die Größe XS und eine Nummer kleiner wäre auch gut gewesen, gibt es aber nicht. Und weil es natürlich im Herbst da immer frischer wird, braucht man da noch was drüber. Und was würde sich besser eignen als eine schwarze Lederjacke? Und die Lederjacke, die finde ich richtig genial. Ich werde euch die mal angezogen zeigen, damit ihr das seht. Lederjacken dürfen bei mir generell im Herbst niemals fehlen. Gut, die Strickjacke ist jetzt drunter vielleicht ein bisschen so dick, aber ja, die finde ich richtig toll. Einmal hier nochmal mit den Schnallen dran, ist mehr so im Biker-Stil. Aber Lederjacken, die finde ich im Herbst wirklich unerlässlich. Ich werde euch natürlich alle Teile in der Infobox verlinken. Die Infobox, weil da auch immer wieder welche Fragen. Wenn ihr das Video anschaut, dann ist unten rechts, also hier quasi so ein ganz kleiner Pfeil. Und da klickt sie drauf und dann öffnet sie die Infobox und da unten sind die ganzen Links und alle Informationen, die ihr braucht. Das waren jetzt auf alle Fälle meine Herbstfavoriten und jetzt bin ich schon richtig in Herbststimmung. Ich freue mich schon riesig. Es kommt auch ein Dekorationsvideo, weil auf Insta fragt sie mir immer wieder, wann jetzt endlich ein Herbstdekorationsvideo kommt und es kommt definitiv demnächst und ich freue mich schon so. Ich bin jetzt einfach in Herbststimmung. Mit Sommer habe ich abgeschlossen. Dann hoffe ich natürlich, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann schenkt mir gerne ein Däumchen nach oben. Ihr könnt mir auch gerne kostenlos abonnieren und die Glocke oben rechts aktivieren, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Dann wünsche ich euch auf alle Fälle ein wunderschönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!